Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 3. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Live-Commentary heute auf meinem Kanal, der junge Zocker. Und ja, heute seht ihr wahrscheinlich schon in meinem Titel Danny Burnage. Ich möchte heute über diesen YouTuber sprechen, auch ein bisschen über Bibernator, über sein Intro, was er natürlich sehr schön gemacht hat und sich 2 Wochen hingesetzt hat. Wahrscheinlich wird Danny Burnage dieses Video nicht mal in der Ansatzweise sehen, weil ich ein Atom auf dem heißen Stein bin. Guck ich nochmal meinen Nachrichteneingang an. Ja, genau. Und zwar, lieber Danny Burnage, du hast natürlich in deinen Videos immer gesagt, oh, ich werde mich bessern, oh, ich bin so super, ich mache alles besser. Aber was ich denke und was meine Meinung ist, und ich kann das sehr gut einschätzen, ich bin 20 Jahre alt, ich mache 3 Jahre schon den Beruf des Koches und habe natürlich schon viele Menschenkenntnisse, da ich auch schon im Service gearbeitet habe und einfach das alles ein bisschen, ja, erlebt habe, die Welt auch ein bisschen, auch in meinen jungen Jahren. Es geht mir einfach darum, dass ich denke, dass du ein selbstverliebter Mensch bist. Das hat man ja schon gesehen. Bibernator hat alles aufgedeckt, was du so geschrieben hast in diesem Chat, war wirklich schockierend. Und da musst du dich auch nicht wundern, dass du wirklich so viel Hass bekommst. Du sagst immer, oh, lass die Hater doch sein. Du erwähnst auch immer, Hater da, Hater da. Das merkt man schon, dass die Hater dich persönlich treffen. Und du stehst auch nicht dazu, dass du Hater hast, weil du auch selbst schuld bist, dass du Hater hast. Du machst sogenanntes Trolling, sogenanntes Verarschen und du machst natürlich die Community kaputt. Weil es sind nicht nur Menschen dabei, die hier auf Danny Burnage stehen. Ich mag dich, wie soll man sagen, ich habe deine Videos auch schon gemocht, habe auch dich auch schon geliked. Schau ab und zu auch gerne bei dir rein. Aber es geht mir jetzt nicht um deine Troll-Videos, also schon ein bisschen, weil es geht mir einfach darum, was du getan hast, war scheiße. Du gehst in deine Lobby rein, sagst, hey, du bist scheiße, du bist negativ. Du hast überhaupt nicht zu entscheiden, wer negativ ist. Und das auch nicht vor 400.000 Menschen. Stellt euch jetzt einfach mal vor, es ist ein ganz skurriler Gedanke. Würde Commander Krieger in eine Lobby reingehen und sagen, du bist negativ? Könntet ihr euch das vorstellen? Könntet ihr euch Commander Krieger so vorstellen? Nein, könntet ihr euch nicht. Weil er einfach ein Mensch ist, der Reife besitzt. Das verstehen jetzt die meisten nicht. Oh Gott, mein Internet ist schlecht. Das fehlt dir einfach und das solltest du brauchen. Gebrauchen. Warum du so viel Erfolg hast auf YouTube, ist klar. Du bist ein, wie soll man sagen, ein bunter Hund, würde ich sagen. Du besitzt alles, was man braucht. Du bist, verrückt ein bisschen auf eine Art und Weise. Du verarschst die Leute, dir fällt immer wieder was ein, du gibst dir sehr viel Mühe bei deinen Einfällen, bei deinen Videos. Da muss ich wirklich auch mal Respekt zeigen. Aber was ich natürlich nicht gut finde, die Verarsche vor hunderttausenden Menschen. Wenn ich das machen würde, das würde ich niemals über das Herz bringen, weil ich einfach weiß, hey, da gibt es einen Mensch, eine Seele, wenn ich die kränke, das ist nicht gut. Das ist einfach nicht gut. Du bist natürlich Gott in der Gesellschaft, du fühlst dich wahrscheinlich auch als Gott, aber du bist nicht Gott. Ich habe schon so oft PS3-Lobbys beigetreten, wo ich Danny Burnage-Faker erlebt habe. Da haben Menschen zu mir gesagt, du bist negativ oder du bist scheiße. Hallo, hallo, jemand Deutsch, hallo, jemand Deutsch. Du überbreitest dieses Virus wirklich schlimm. Bei Commander Krieger, ich habe noch nie einen erlebt, dass jemand gesagt hat, hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Vielleicht hat mal jemand gesagt, buff dich, aber das ist nichts Schlimmes. Du bist einfach, das sieht man, denke ich mal, durch diese ganze Sache, dass sich viele Menschen sagen, hallo, jemand Deutsches hier, hallo, jemand Deutsches hier. Einfach, du bist einfach ein negatives Beispiel. Wie du im privaten Leben bist, weiß ich nicht, aber ich denke, das werde ich nie erfahren, weil ich dich nicht kenne. Weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Ich sage jetzt erstmal, ciao Leute. Das war ich, das war Flo, das war YouTube Gamescom auf der PS3. Über meine persönliche Meinung. Ihr könnt sie teilen oder nicht. Schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr Danny Burnage findet. Wahrscheinlich findet ihr ihn gut oder auch nicht. Schreibt es in die Kommentare. Haut rein. Ich sage ciao. Bis zum nächsten Mal. Ich melde mich zurück ins Studio.